Es ist auf den Punkt genau 6 Uhr abends und ich zeige euch heute mal meine Summer Night Routine an einem mega entspannten Samstag. Und natürlich ist jeder Abend etwas anders, aber ich habe mir heute meine Lieblingsaktivitäten für den Sommer rausgesucht. Und die machen wir natürlich auch zusammen und ich gebe euch jetzt ganz kurz, bevor es losgeht, noch eine kleine Overview. Mir ist heute Leg Day im Gym und dafür suchen wir uns jetzt erstmal ein Outfit zusammen raus und danach natürlich auch ins Gym. Danach werde ich leckeres Essen vorbereiten. Ich werde nämlich heute mit meiner Mom die Wraps kochen und ich werde natürlich auch auf die krasseste Self-Care-Journey gehen. Und danach müsst ihr euch natürlich überraschen lassen, weil ich habe so viel für heute Abend geplant, Leute. Es wird einfach so ein cooler, produktiver Abend, den wir zusammen verbringen werden. Also, let's go. Also, für mich geht es jetzt gleich los ins Gym und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz schnell das Outfit, was ich jetzt gleich tragen werde. Und zwar habe ich hier so eine mega niedliche TVO-Hose. Dann passend dazu dieses TVO-Oberteil tragen, aber ich werde darüber noch ein weißes T-Shirt tragen, so Pumpcover nennt man das, glaube ich. Also einfach, dass ich nicht nur in Sport-BH und dieser Hose rumlaufen muss. Try on! Fertig, angezogen. Also das hier ist jetzt die Final Outfit sozusagen. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, dieses T-Shirt hier drüber, weil ich mich im Gym damit einfach besser fühle. Und ich habe meine Haare heute das allererste Mal, ich weiß, es sieht nicht so gut aus, weil ich habe es auch gerade mega schnell gemacht, in so einen Sleek-Bun gemacht. Und auf jeden Fall, ich mache das nächste Mal, glaube ich, wieder eine andere Frisur. Und der erste Stop for tonight ist dann beim DM, weil wir dann dort ein paar Self-Care-Sachen für heute Abend kaufen. Also, let's go! Das hier ist eine Haarmaske, die ich gekauft habe. Hierzu habe ich noch eine Gesichtsmaske und eine Augenmaske. Dann bin ich schon ins Gym reingegangen und ihr seht mich hier, ich habe mich auch noch im Spiegel angeguckt. Dann habe ich mein Handtuch rausgeholt und natürlich meine Flasche, weil stay hydrated. Und zum Warmmachen bin ich dann auf den Stairmaster gegangen für, ich glaube, 6 Minuten waren das. Und ich habe dann natürlich schon sehr viel getrunken, weil es war super warm an dem Tag. Wie gesagt, stay hydrated, während man Sport macht, ist mega wichtig. Und danach bin ich schon zu den Kurzhanteln gegangen, beziehungsweise in den Freihandelbereich. Und im Freihandelbereich habe ich dann erstmal meine Schuhe ausgezogen, weil ich so besseren Grip auf dem Boden habe, weil meine Air Force sind so ein bisschen hoch, und habe dann Side Squats gemacht, Split Squats. Und dann habe ich noch richtige Squats gemacht mit einer Langhantel mit 40 Kilo. Und danach habe ich noch ein paar andere Übungen gemacht, die ich aber nicht mehr mitgefilmt habe, weil so viele Leute da waren und noch ein bisschen Bauch trainiert. Und ich war so erschöpft, Leute, danach. Ihr seht, wie verschwitzt ich war, und habe nochmal mein Wasser aufgefüllt, habe mich nochmal im Spiegel angeguckt, bin dann gegangen. Fertig. Ich fahre jetzt nach Hause und danach mache ich mir was zu essen, aber vorher mache ich unbedingt eine Dusche, weil ich fühle mich so widerlich. Leute, ich sehe so schrecklich aus, aber das macht nichts, denn jetzt, genau jetzt, beginnt die richtige, nice, krasse Abendroutine, auf die ihr bestimmt schon das ganze Video wartet. Ich werde jetzt diese wunderbare Haarmaske benutzen. Die habe ich gerade frisch gekauft. Ich glaube, ich werde das so machen. Ich werde das gleich in der Dusche da reingeben und danach ausspülen. Boah, es riecht so gut. Es riecht wirklich so nass mit tropischen Früchten. Ich liebe ja sowas. Also ich habe das jetzt benutzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total überrascht. Meine Haare waren mega weich danach und ich glaube, ich benutze das jetzt öfters. Aber Leute, ich habe wirklich solchen Hunger. Und ich werde mich jetzt mal anziehen, so ein bisschen gemütlich. Ich zeige euch natürlich das Outfit. Ach, esse ich endlich Wraps. Ich habe solche Hunger. Und Wraps ist auch so ein leckeres Essen. Man kann es sich gesund machen. Und ich weiß noch nicht, ob ich es mir so komplett gesund heute machen werde. Ich zeige es euch. Also, Girlies, das ist jetzt das finale Outfit of the Day. Einfach wieder ein weißes T-Shirt, weil weiße T-Shirts sind einfach am gemütlichsten irgendwie. Und dazu habe ich jetzt wieder meine Derp Avenue Hose angezogen. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass ich die so oft tragen werde. Diese Hose war die beste Investition dieses Jahres. Vielleicht mache ich mal so ein Video, wo ich so sage, das waren die besten Investitionen dieses Jahres. Und diese Hose gehört dazu. Und dann habe ich angefangen, Wraps zu machen und erstmal natürlich diese kleinen Dinger in so Schalen getan. Das ist die beste Soße, die auf euren Wrap kommen könnte. Und das ist das beste Hühnchengewürz. Und dann habe ich auch schon alles rausgeholt, um das Hühnchen anzubraten. Weil eigentlich sind Wraps kein großer Aufwand. Ihr müsst nur euer Fleisch anbraten, wenn ihr welches reinmachen wollt. Gemüse so zerschneiden oder in so kleine Schälchen tun. Und ja, wie gesagt, ich habe es dann angebraten, ein bisschen Sonnenblumenöl hinzugegeben.
dann gewartet, bis heiß ist, Fleisch dazugegeben. Dann habe ich mich natürlich gefühlt wie der größte Masterchef. Dann den Ofen angemacht, die Wraps ein paar Minuten da reingegeben. Ich glaube auf 150 Grad, dann war ich schon fertig. Guten Appetit, Leute, guten Appetit. Also, ich kann nur sagen, es hat super gut geschmeckt. Und ich war richtig satt danach. Also, ich bin gerade vom Essen hochgekommen und ich bin noch relativ wach. Deswegen will ich jetzt sagen, arbeite ich jetzt ein bisschen, weil ich glaube, danach ist man sowieso wieder noch wacher. Auf jeden Fall werde ich jetzt schneiden. Und das mache ich jetzt hier dran. Ich habe mir jetzt CapCut auch hier drauf runtergeladen. Also ihr wisst das ja vielleicht. Ich bearbeite ja immer noch mit CapCut auf richtig professionell. Und da mache ich euch eine kleine Timelapse dabei an. Weil ich glaube, es ist für euch vielleicht nicht so interessant, wie es für mich ist. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich, glaube ich, diese Maske und so heute Abend nicht mache, weil meine Haut ist gerade einfach so perfekt. Das hier von The Ordinary, das ist, glaube ich, so ein Koffein-Solution-Augenring-Ding, wie auch immer man das nennen möchte. Das Ding ist, das letzte Mal, als ich diese Solution benutzt habe, war die irgendwie ein bisschen zu stark für meine Haut und hat dazu geführt, dass die Augenringe irgendwie nur schlimmer geworden sind dadurch. Und ich frage mich, ob das heute immer noch so ist. Anyways, let's go. Ich muss jetzt ein bisschen arbeiten. So, zu diesem Zeitpunkt war ich schon mega müde und erschöpft. Also es war, ich glaube, schon 23 Uhr und deshalb habe ich mich dann entschieden, danach zu manifestieren. Also manifestieren hat mir irgendwie schon immer geholfen, so richtig runterzukommen. Und genau deswegen machen wir das jetzt. Ich habe jetzt hier so eine Sunset Lamp angemacht, weil das ist so meine Routine irgendwie, wenn ich das immer mache. Und dann habe ich mir auch noch eine gemütliche Bettdecke geholt und mein MacBook, damit ich dann auch meine Frequenz abspielen kann, die ich heute Abend hören möchte. Und ich bin mega gespannt, wie es wird. Sind wir mal gespannt, was wird. Was wird? Boah, Leute, ich bin so müde und erschöpft, ne? Also das hat mir jetzt wirklich den letzten Rest gegeben. Ich werde jetzt noch unbedingt Gua Sha machen, weil ihr seht das, meine Haut glänzt richtig. Ja, wir machen eine ganz schnelle Routine und dabei wollte ich euch ja eh ein bisschen erzählen. Ziemlich anstrengender Tag dann irgendwie, also dieses Leg-Workout, Leute, ich sag's euch. Also ich lebe ja und liebe ja für Beiträge. Ins Gym gehen ist ja so oder so eigentlich so das Beste für euren Körper oder für meinen Körper zumindest. Weil danach fühle ich mich einfach immer so frei irgendwie. Und auch heute tat es einfach so gut. Aber ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Weil seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin, möchte ich einfach so Gym einfach noch viel mehr durchziehen, als wie ich es jetzt mache. Aber seitdem ich mit diesen Squats und dieser Hammersmith-Maschine angefangen habe, also da, wo ich vom Boden aufs Hoch gefilmt habe, ist mein ganzer Leg Day einfach nochmal so anstrengender geworden als vorher, weil vorher dachte ich so, ja, ich kann diese Übung auskippen. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass wenn ich die nicht skippe, es wird einfach so viel besser. Und zwar ist es für mich heute Abend mal ausnahmsweise kein Roman von Colleen Hoover, sondern ich lese heute mal ein Sachbuch von David Eagleman, Life Wired. Ich habe schon vor ein paar Wochen mit dem Buch angefangen, habe es dann aber erstmal hingelegt, weil ich einfach sehr viel zu tun hatte. Und jetzt habe ich einfach mal die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und vielleicht bin ich schon richtige Oma, aber manchmal interessieren mich einfach solche Sachen. Und dann lese ich sowas. Ich weiß nicht. Egal, Leute, ich sage euch jetzt schon mal, wie neigt es jetzt mein Video. Von allen, wie ihr es geklickt habt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Kakao. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ich hoffe, es war nicht zu kurz. Und ich hoffe, ich habe viele coole Sachen gemacht. Und viele coole Sachen erlebt und ich hoffe, das Licht ist jetzt nicht so schlecht. Egal, gute Nacht.